Hallo! Da sind wir! Da sind wir! Ja. Das ist Teil, ja gut, wir sind jetzt schon ein paar Tage hier, aber wir dachten, wir machen mal ein kleines Videolog darüber, wo wir hier eigentlich sind. Und da meine Frau das auch gerne mal bei YouTube online stellt, vielleicht hilft es dem einen oder anderen hier, sich dann dafür zu entscheiden, welche Destination man nimmt. Ja, wenn man nicht genau weiß, ob es Meru sein soll oder was anderes. Ja, wir wollen einfach mal die Insel so ein bisschen ablaufen. Nicht jeden Millimeter davon, aber einfach mal so ein bisschen ablaufen, was es so gibt, wie es so aussieht, was es so für Hütten gibt. Reingucken können wir natürlich nicht. Aber ja, das wollten wir jetzt einfach mal für uns machen. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen auch ganz interessant. Wir starten direkt hier am Steg, wo wir angekommen sind. Genau, vielleicht kommt er nicht mit dem Boot an, aber vielleicht mit einem anderen Boot. Die Überfahrt war sehr, sehr ruhig und entspannt. Hat ungefähr eine Stunde von Male bis hierher gedauert. Also auch für Leute, die seekrank werden, die brauchen keine Angst davor haben, dass ihnen gleich schlecht wird auf dem Weg. Ja, das war übrigens das Boot da drüben. Das können wir uns ja gleich mal anschauen. Laila? Nee. Na, vielleicht nicht dieses, aber so eins. Vom Stil her. Ja. Vom Stil her war das so. Es ist also überdacht. Man muss nicht in der prallen Sonne sitzen. An. Und es ist auch kein Speedboot, also da geht es nicht bam, bam, bam. War eigentlich ganz gemütlich. Ja, und hier kommt man an. Erster Eindruck schon mal nicht schlecht. Erster Eindruck war sehr, sehr schön, ja. Hier kommt ihr an. Hier ist das Meru-Schild. Und hier in der Bar sind wir angekommen. Da wurden wir erstmal reingesetzt, haben einen Begrüßungscocktail bekommen, alkoholfrei. Und da mussten wir dann erstmal einiges ausfüllen und da wurde uns alles erklärt und von dort aus wird man dann hier mit dem Buggy abgeholt und auf sein Zimmer gebracht. Hm? Die Kakuni Bar, okay, das ist die Kakuni Bar. Da überall sind übrigens auch solche Schilder. Da seht ihr dann immer, you are here, wo ihr seid und hier steht alles drauf. Die gibt es eigentlich regelmäßig, ne? Ja. Ja, ganz praktisch. Ja. Da werden dann die Koffer hingestellt und dann kommt ein Wagen und holt euch ab. Ich werde einen kleinen Buggy. Das ist ein Golfcar. Ja, so ein bisschen wie so ein Golfcar. Hier ist gleich die Rezeption. Wenn irgendwas ist, geht ihr dahin. So, hier an der Rezeption könnt ihr euch melden, wenn irgendwas ist. Und hier sind die Tabs. Das heißt, hier könnt ihr auch verschiedene Touren buchen, verschiedene Sachen, die im All-Inclusive mit drin sind oder auch Sachen, die halt extra kosten. Wird euch dann einfach aufs Zimmer berechnet. Ja, kann man alles selber machen. Da kommt gerade so ein Buggy, der euch dann abholt. Da. Groß genug, passt viel Gepäck rein. Und von der Rezeption aus sind wir hier gleich beim Dive Center. Dazu darfst du was sagen. Dazu darf ich was sagen. Nein, die Eurodivers sind ein sehr nettes Team. Gut organisiert, man wird gleich gut aufgenommen. Wird einem alles gezeigt, was man braucht. Das Team bereitet eigentlich alles vor. Auch der ganze Bodycheck und sowas wird vom Team auch auf dem Schiff gemacht. Und man kann einfach nur Spaß haben beim Tauchen. Über 50 Dive Sites, also Tauchplätze mit verschiedensten, gut erklärt. Mit verschiedensten Fischen, Flora, Fauna, was man mehr sich so wünscht. Und ist eigentlich, glaube ich, für jeden was dabei. Ihr könnt euch auch wirklich überall hinfahren lassen. Wenn ihr das wollt, ruft ihr euch so einen Buggy und der fährt euch überall hin. Ja. So, an der Rezeption vorbei und an der Kakuni Bar geht es hier zwischendurch. In der Kakuni Bar zum Beispiel ist heute Abend Disco-Party. Also da ist jeden Abend irgendwas los in den Bars. Immer ist irgendwas geboten. Also langweilig wird einem nicht. So. Farivalu. Farivalu, genau. Genau. Da neben der Rezeption ist gleich das erste Restaurant. Hier essen eher die Familien, denn auf Meru ist das relativ gut getrennt zwischen Leuten mit Familie und Leuten, die eher, wo Erwachsene eher unter sich sein wollen, sagen wir es mal so. Ne? Für Flitterwöchner oder einfach Paare, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Kinder haben oder ihre Kinder zu Hause gelassen haben, ja. Trotzdem ist es relativ ruhig, muss ich sagen.
Aber es wird hier schon getrennt, auch so ein bisschen von Nord- und Südseite her. Im Norden sind eher die, ich sag mal so, Honeymooner und Ehepaare ohne Kinder. Und auf der Südseite sind dann eher die Familien untergebracht. Ne? Obwohl man sagen muss, es ist alles jetzt nicht krass laut oder so. Also gar nicht. Hier ist auch die Pool-Area, die eher für die Familien ist mit Kindern. Das ist eigentlich ganz schön gemacht. Das ist einfach so ein viereckiger Pool. Und hier vorne ist auch ein Pool, der relativ klein ist. Der ist auch relativ flach. Ich glaube 50 cm für Kinder. Ist echt schön gemacht. Kleiner Spielplatz. Dann haben wir hier einen Kids Playroom. Den zeigen wir euch auch ganz schnell. Von außen zumindest. Ja, also wer sein Kind mal im Spielraum abgeben möchte. So sieht es aus. Mal schauen, ob wir da jetzt reingucken können. Gerade niemand drin, dann können wir mal kurz reinschauen. Also ihr habt hier alles sehr, sehr bunt. Da ist eine Tafel zum Malen. Dann sind da hinten nochmal Stifte, Spiele, Bastelsachen, eine Rutsche. Ja, alles Mögliche eben. Ne? Und keine Ahnung, was in den Schränken ist. Und ein schönes Bällebad. Also, und es ist relativ kühl hier drin. Fernseher gibt es auch. Also, ist schön gemacht. Ne? Toiletten sind auch da. Ja, also, hier ist auch schön klimatisiert, wenn man sich mal vor der Hitze verstecken will. Also, für Kinder auch was da. Ach, eine Miniküche gibt es auch. Seht ihr? Schön. So, wie ihr seht, hier ist schon das nächste Schild. Von da sind wir gekommen. Hier sind wir lang gelaufen, also die Insel ist nicht sehr groß. Und wir laufen jetzt mit euch einfach mal einmal um die Insel rum und erklären ein bisschen was zu den verschiedenen Unterkunftsarten, die es so gibt, dass ihr mal einen Eindruck von der Insel bekommt. Auf geht's! Was auch total cool ist, Nero hat einen Walskelett. Das ist ein Blauwal, kein Ausgewachsener, die werden nämlich über 30 Meter lang. Aber ihr seht, nicht schlecht. Leider steht nicht in der Historie, wann der hier angestellt wurde. Das konnten wir nicht finden, aber mein blaues Skelett angefasst. Hm? Mein blaues Skelett angefasst. Mhm. Bing. Bing. Angefasst. Also 30 Meter ist er nicht lang. Nee. Natürlich gibt es auch überall irgendwelche Giftshops, da kann man Schmuck kaufen. Wie sollte es anders sein? Sehr wichtig, da ich meine Sonnenbrille vergessen hatte. Tja. Pro Sonnenbrille 59 Dollar. Aha. Und was ganz cool ist, es gibt eigentlich überall irgendwelche klimatisierten Räume, wo man Billard spielen kann. Ja. Dort, wo dann Dart drin ist, gibt es sowohl jetzt hier auf der Südseite, als auch wie ihr dann seht, in der Nordseite auch nochmal. Also ganz nett. Und hier beginnen die Jacuzzi Beach Villas. War die von der neueren Art und Weise, weil, wie man später vielleicht noch sieht, die ganzen Büsche hier sind auf der Südseite viel, viel höher. Deswegen gehen wir einfach mal davon aus, dass diese Jacuzzi Beach Villas mit dem eingelassenen Jacuzzi im Boden nicht freistehen, sondern schön eingelassen, wie auf einer Terrasse, ein bisschen neuer sind. Ja, was geht bei der 601 los? Also. Das wird leider nirgendwo richtig erklärt, stimmt. Aber anscheinend sind hier auf der Nordseite diese neueren, sind die 600er Nummern. Genau. Und das scheinen auch eher so die Honeymoon nur für Paare ab 18 und so weiter Villen zu sein. Würden wir jetzt mal so sagen. Ja, so. Und da? Und da ist ein weiteres Highlight. Watersport Center. Also da kann man einen Kajak mieten. Ist im All-Inclusive mit drin, kriegt dann auch die Westen und alles dazu. Man kann auch Windsurfen, wenn man möchte, einen Jetski mieten. Also das Angebot ist schon nicht schlecht für so eine kleine Insel, wenn man so will. Ja, man kann viel machen. Und vieles ist davon sogar im All-Inclusive drin. Ja. Jetski natürlich. Jetski nicht und auch nicht dieses auf dem Surfbrett stehen und paddeln, das nicht. Aber Kajak zum Beispiel, ich meine, sie hätten gesagt, eine Stunde pro Tag sogar. Also kann man machen. Allerdings brennt die Sonne ziemlich runter, wenn man da drin sitzt. Ja. Oh, aber wichtig, reservieren. Reservieren, genau. Man sollte es schon ein paar Stunden vorher reservieren, wenn man nicht in der gleichsten Tageszeit, so von 12 bis 15 Uhr, ist echt die Sonne. Ich meine, ihr seht es, strahlangärmlich, ist schon brutal. Ja, also
für Leute, die nicht so schnell braun werden, ist das hier schon sehr aggressiv. Trotz Sonnenschutzcreme 50. Also ja, sollte man echt aufpassen. Ja, und ich, wir haben so den Eindruck, also es ist schon so, ab 15 Uhr wollen die Leute relativ viel machen, weil die Sonne dann schon ein bisschen am Untergehen ist. Nicht am Untergehen, aber sie steht tiefer. Das Licht ist angenehmer, nicht mehr so gleißend. Sie knallt nicht mehr ganz so stark. Und da reißen sich die Leute natürlich dann um die ganzen Sachen. Deswegen vorreservieren. Ein paar Stunden vorher oder sogar am Tag vorher ist besser. So, das ist der Weg an den Jacuzzi Beach Villas vorbei. Hier sind auch überall Lampen, also der Weg ist auch beleuchtet. Mhm. Die Hütten sind ja auch beleuchtet, die haben an den Terrassen vorne jeweils Lichter. Also hier ist nicht dunkel. Ja, auf gar keinen Fall. Nein. Ja, und wir haben hier richtig so einen schönen Baumwald vor unseren Hütten. Also hier ist wirklich alles gemischt. Das sind normale Bäume, Palmen. Ein Baumwald. Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ein Baumwald, ja, wir haben einen Baumwald. Verschiedenste Bäume, viele Palmen, wie man sieht. Was ich sagen wollte, war, dass es viele Palmen gibt und auch viele normale Bäume. Weil am Anfang habe ich gedacht, hier gibt es nicht so viele Palmen. Aber es sind genug. Es sind genug. Wirklich mehr als genug. Also es sind genug Palmen, ja. Ganz schön. So, ein weiterer Unterschied zwischen diesen Jacuzzi Beach Villas und den auf der anderen Seite ist die Entfernung zum Strand. Also wir laufen jetzt mal bis zu unserer Hütte. Da ist Stella. Wie ihr seht, wir haben es gut markiert. Wir haben unsere Hütte markiert. Ich weiß nicht, ob man es im Weitwinkel schon erkennen kann. Moment, ich muss mal stehen bleiben. Da hinten, ja, da sitzt ein weißes Einhorn. So ist Stella. Die ist eigentlich nachts, ist das super, tagsüber auch, weil die Hütten alle relativ gleich aussehen, bis auf die Nummern, die natürlich gut beschrieben sind. Meist ist Stella den Weg. Ja, weil jetzt durch. Auf der Wiege liegt, kann ich Stella wieder hochlegen. Ja, genau. Nick Stella mal wieder hoch. Stella zeigt uns immer relativ schnell, welches unsere Hütte ist. Richtig. Was heute ganz cool war, hier ist ab und zu ein Gärtner unterwegs. Ja, die haken also hier auch jeden Tag das Laub zusammen, sonst wird es, glaube ich, hier nicht so schön sandig aussehen. Und dann fragt er, ob man einfach mal eine frische Kokosnuss will. Dann schlägt er eine Kokosnuss auf, heute haben wir da draus getrunken und dann kann man auch ein bisschen essen. Total ja, cool. Cool. Ja. Und gut, ihr seht, wir haben jetzt hier auch den Sonnenuntergang auf unserer Seite. Ja. Da geht die Sonne unter, wir können ihn jeden Tag wunderschön beobachten. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz Richtung Strand, denn die Jacuzzi Beach Villas auf unserer Seite sind ein Stück weiter weg vom Strand. Und es sollte eine reine Barfußinsel sein. Kann man machen. Ist nur je nachdem, welche Tageszeit es ist und ob man doch mal über Holz oder über Sand laufen muss, doch sehr, sehr heiß. Ja. Also wir würden doch Flipflops empfehlen. Flipflops gibt es aber auch auf jedem Zimmer. Ja, es ist schon so, es ist in diesem Sinne eine Barfußinsel. Es gibt keine asphaltierten Wege, es gibt keine Schotterwege. Es gibt eigentlich nur Sand, Holzstege und ja, im Sanitärbereich halt Fliesen, klar. Also man kann überall barfuß laufen, aber es wird heiß mittags. Es wird heiß. Ja. Ja, und hier gehen wir zum Strand. Also bei uns ist es so, da endet unser Baumwald, da endet unser Wald und dann kommt hier so ein grasähnlicher Übergang. Allerdings ist das nicht wirklich Gras. Mir wurde gesagt von meinem Göttergatten, dass das auch etwas stabiler sein muss, weil das den ganzen Sand ja auch halten muss und festigen muss. Also weil da barfuß drüber laufen ist ein bisschen hart. Ne? Ist ein bisschen bestimmt eine Grasart, borstig. Aber ich bin kein Botaniker. Also ja, und hier sind wir am Strand. Und wie man auch sieht, was ganz cool ist, wir sind eigentlich überall Liegen, die frei verfügbar sind. Hier werden also auch Liegen reserviert. Finde ich auch ganz nett. Ja. Hat uns am Anfang ein bisschen irritiert, weil wir nicht wussten, gehören die Liegen zu den einzelnen Villen oder nicht. Aber die stehen überall und nirgends rum. Man kann sie sich auch verschieben, wie man es möchte. Ja, und da ist die Sonne. Hier ist dann der Sonnenuntergang. Wunderschön. Da ist es dann auch immer so, dann laufen alle Leute hier mit Fotoapparaten rum und setzen sich hier nochmal in die Stühle, in die Liegen und beobachten den Sonnenuntergang. Genau. Sehr, sehr schön. Man kann auch die ganze Zeit am Strand entlang laufen. Allerdings, das wird heiß. Sehr heiß. Wir bevorzugen es, wenn wir um die Insel gelaufen sind, doch ab und zu auch mal in den Schatten zu gehen, ja, weil es knallt wirklich runter. Jetzt ist schon besser, weil die Sonne schon tiefer steht, aber es ist heiß. So. Ja. Dann gehen wir auch wieder. Gehen wir wieder zurück. Ja, gehen wir wieder zurück. Wir gehen wieder durch den Wald zurück. Durch den Wald. Durch den Wald. Es gibt keine Sonnenschirme am Strand, aber auf den Malediven ist das ja auch ein bisschen verbreitet. Hast du gesagt? Ich glaube, ich kann jetzt nicht viel diskutieren. Aber hier gibt es auf jeden Fall keine, ja, Sonnenschirme, keinen Sonnenschirme am Strand. Also, wer dann unbedingt am Strand liegen will, der muss sich dem direkt hingeben oder halt hier da irgendeine Palme oder eine Palme legen und wird das bisschen Schatten mitnehmen. Was auch ganz nützlich ist, es gibt eigentlich überall so Hängematten, gut aufgestellt. Kann man sich auch mal reinlegen. Kann man sich auch mal reinlegen oder rausfallen. Oder rausfallen, wie ich. Ja. Ich muss allerdings sagen, man kann mir erzählen, was man will.
ich habe irgendwie noch nicht so das raus, dass Hängematten bequem sind. Ja, es mag dran liegen, wenn man jetzt nach unten gucken würde, würde man so Presswurst sehen. Ihr kennt das, wenn das so eingeschnürt ist. Vielleicht muss ein bisschen noch ein Handtuch hier reinlegen. Aber so wirklich gechillt. Ja, ich soll es mal mit dem Handtuch versuchen. Aber so oft hat man auch nicht die Gelegenheit, Hängematte zu benutzen. Ja, auf jeden Fall hängen immer mal welche irgendwo, ne? Und dann stehen da wieder ein paar Liegen rum. Also, wir haben auch anfangs gedacht, die gehören zu den Hütten. Tun sie aber nicht, die sind frei verfügbar. Kann man sich hinstellen, wo man möchte. So, und dann kommen wir schon wieder zu den Hütten nach hinten. Also, ihr seht, das ist keine Entfernung. Und es ist eigentlich ganz angenehm, dass hier die ganzen Bäume sind. Es ist ein bisschen schattig hier. Ja, und eigentlich auch keine Mücken. Keine Mücken, ja. Also, eigentlich. Naja. Neulich, als es dann nachts geregnet hat oder abends mal ganz, ganz, ganz kurz nur geregnet hat, am nächsten Tag hatte ich ein paar Mückenstiche. Also, aber an sich nicht geht's, viele Mücken. Geht's mit dem Viehzeug? Wir haben Geckos. Ja. Geckos, die Mücken jagen. Vielen kleine Eidechsen. Flughunde. Flughunde. Alles da. Alles da. Ja, fast das. Ja. Ja, und ihr seht, es sind viele, viele Palmen da. Und was ganz cool ist, jede Terrasse hat quasi auch nochmal einen eigenen Wasserhahn, dass man sich vorher die Füße sauber machen kann. In den ganzen Sand, dass man es nicht mit ins Jacuzzi reinschleppt. Ganz, ganz wichtig, weil wenn ihr dann hier so vom Strand kommt, die Füße nass sind und dann voller Sand, weil hier vor den Hütten ist der Sand auch ein bisschen anders. Der ist hier jetzt nicht ganz weiß, sondern mit so ein bisschen grauem Staub auch mit drin. Hier auf dem Weg ist er ganz, ganz weiß. Und dann ist es schon ganz neckisch, wenn man sich die Füße sauber machen kann. Ihr seht, wir haben tolle Bäume hier. Die sehen echt klasse aus. Den mag ich besonders gerne hier. Den finde ich super. Von allen Seiten. Hier sieht man die Wurzeln richtig weit. Den finde ich klasse. Einer meiner Lieblingsbäume. Für alle Baumliebhaber. Für alle Baumliebhaber unter uns. Müsste nachts nur ein bisschen aufpassen, weil die Wurzeln ragen hier mal so wild aus dem Boden raus, dass man hier nicht hängen bleibt. Das ist nämlich einem von uns vorhin passiert. Und das kann wehtun. Das kann ein bisschen wehtun. Das liegt daran, weil wir mal querfeld einlaufen. Ja, aber wie gesagt, wenn man mal so guckt von den Jacuzzi, so rüber. Also ja. Schon ein sehr, sehr schöner Blick. Sehr, sehr schöner Blick. Und man sieht das Meer. Es ist nicht so, dass man das Meer nicht sieht. Ich hoffe, es kommt im Weitwinkel rüber. Es geht. Ich weiß nur nicht, wie weit ist das ungefähr? Ach, lass das mal von da bis da, so 100 Meter? Vielleicht 100 Meter oder so. Also ist okay. Maximum. Ist in Ordnung. Da steht übrigens ein rosa Flamingo. Da hat noch jemand was ganz Tolles mitgebracht. Godzilla? Ja. Oh, eine. Wo ist er? Da? Da? Ist aber kein Gecko, oder? Nee, ist irgendwas anderes. Das ist schon eine richtige. Huch! Der war zu schnell. Weg ist er. Da. Ja, das sieht man hier andauernd. Ja. Irgendwas so. Ist auch mit dem Gras vorbei. Ja, hier endet dann das Gras und hier beginnt diese große Sandbank von Meru, diese große, weite Sandfläche. Auch Strand. Strand. Ja, ich habe am Anfang gedacht, dass das ein bisschen nackig wirkt. Ich habe die Bilder gesehen und dachte, man, diese riesige Sandfläche vorne könnte irgendwie ein bisschen kahl wirken. Ist aber nicht so. Gar nicht. Aber halt, außer hier an den Palmen, nichts mit Schatten, ne? Keine Chance. Keine Chance. Also hier ist wirklich pralle Sonne, die ganze Strandreihe entlang. Überall werden kleine Palmen gepflanzt, also sie sind schon daran interessiert. Ja, überall noch mehr. Die pflanzen ab und zu mal kleine Palmen und da sind auch mal Palmen mit Schildern dran, ich glaube von Hochzeitspaaren. Ja. Hier wird auch gegossen, also die haben ein Bewässerungssystem, die gießen die Büsche auch. Da ist so ein schöner Strandkorb, die gibt es auch mehrfach auf der Insel, kann man, ja, sich, kann man sich reinsetzen. Sehr beliebt für Fotos. Hier ist das Boot, das ist abends schön beleuchtet, das habt ihr bestimmt in einem von unseren Videos auch schon gesehen. Und da ist die Uturu-Bar. Uturu-Bar. Das ist so unsere Bar. Ja. Also das ist auch nur ab 18. Da ab 18, genau. Kinder. Wenn man All-Inclusive hat, muss man halt schauen. Das wird dann auch ausführlich erklärt. Es gibt ja
die ganzen Mahlzeiten, also Frühstück, Mittagessen, Abendessen, das ist dann vorgegeben, in welchem Restaurant man ist, je nachdem, ob man in diesem Ü18-Bereich oder im Familienbereich ist. Und genauso ist es auch mit dem Nachmittagstee und den Snacks. Genau. Ansonsten könnt ihr natürlich hingehen, wo ihr wollt, für Cocktails oder so. Das ist völlig egal. Aber diese Sachen aus dem All-Inclusive-Paket, da seid ihr mit euren Zimmernummern, nehme ich mal an, irgendwo vorgemerkt und da gehört ihr dann auch hin. Das könnt ihr also nicht frei wählen. Ja, und ansonsten? Ja, da ist so der Barbereich und hier ist so unser Restaurantbereich. Jetzt gerade ohne Polster, weil jetzt keine Essenszeit ist. Die Polster sind da hinten aufgestapelt, die kommen nachher wieder auf die Stühle. Und dann könnt ihr entweder drinnen sitzen oder hier vorne auf der Terrasse. Da habt ihr dann den Blick auf diese große Sandbank hier. Da ist halt dann Holzboden. Innen drin ist alles mit Sand. Das ist eigentlich ganz cool. Man kann auch hier überall barfuß laufen. Also ihr seht, das ist eine sehr weitläufige Sandfläche. Ein sehr großer Strandabschnitt. Ein großer Strandabschnitt. Ist schon cool. Gerade so im Abendlicht. Also wir müssen echt sagen, das Abendlicht ist das Schönste. Ja. Das ist wirklich schön, weil... Das sieht auch gut aus, ohne dass die Sonne einen wegbringt. Da ist es auch nicht so krass heiß. Also das ist auch das schönste Fotolicht, muss man sagen. Also wir sind jetzt auch schon an der Nordspitze. Das ist die Nordspitze. Hier ist die Mini-Palme. Da. Haben wir neulich erst drüber gesprungen. Ja. Und da sind auch schon die... Wie heißen die jetzt? Jacuzzi Water Villas. Ja, Jacuzzi Water. Das ist ein bisschen irreführend. Also da muss man sich ganz genau durchlesen, was man jetzt möchte. Weil wir so ein bisschen verwirrt waren anfangs mit diesen Beachfront Villas, die gleich kommen, die direkt am Strand liegen. Und den Water Villas, die auf dem Wasser sind. Ich meine, dass die manchmal beides Water Villa heißen. Ja. Nur einmal Water Villa. Und das waren, glaube ich, die, die am Strand liegen. Und dann die Jacuzzi Water Villa, das sind die auf dem Wasser. Glauben wir, soweit wir das durchschaut haben. Ja, genau. Ja, und hier ist es auch so, da kann man wunderbar schnorcheln. Das erklärst du. Aber weil hier natürlich die Nordspitze oder auch an der Südspitze ist natürlich hier die Strömung mit am stärksten. Also da muss man schon ein bisschen gegen die Strömung ankämpfen, ein bisschen fit sein. Auf jeden Fall flossen würde ich empfehlen. Aber da ist ein nettes kleines Riff, wo auch noch die Farbe so ein bisschen intakt sind. Weil vor ein paar Jahren, 2016? Wir haben es jetzt noch nicht verifiziert, aber jemand hat mir erzählt, der vor ein paar Jahren hier war alles noch schön bunt. Und dann gab es eine Hitzewelle, dass das Wasser hier selbst durch die Hitzewelle 37 Grad hatte und selbst auf über 30 Meter Tiefe immer noch so um die 30 Grad. Das haben die ganzen Korallen über Monate hinweg allerdings, und das haben die ganzen Korallen leider nicht überstanden. Und da ist leider viel vom Korallenleben kaputt gegangen. Ja. So dass es hier viel grau ist. Ja, aber die Fische sind immer noch da und es erholt sich langsam. Aber es erholt sich. Ja, wir haben schon, du hast Fledermausfische gesehen. Fledermausfische, Bandfische. Ein Hai, du hast schon Schildkröten gesehen. Ja. Und ein Feuerfisch sogar. Feuerfisch. Ja, also es gibt schon was zu sehen. Aber wenn man jetzt die bunte Farbenpracht erwartet, die hat leider die Hitzewelle damals nicht so gut überstanden. An sich ist es ein schönes Hausriff, glaube ich. Ja. Aber wenn man jetzt nur wegen dem alleinigen Schnorcheln herkommt, ist momentan vielleicht leider was man auch nicht ganz ideal. Sind, mal gucken, ob der jetzt rauskommt, sind so kleine Krebse. Und die gibt es auch viel größer, die laufen hier nachts viel rum, was eigentlich dafür spricht, dass die... Das Ökosystem, und ich finde, der Strand, der ist auch merkbar, auch, der ist ja auch sehr, sehr sauber, alles noch sehr schön intakt ist. Also das ist wirklich noch, sieht man abends dann im Sonnenlicht noch so mehrere Krebse in größeren Muscheln. Ein Siedlerkrebs, die über den Sand rennen. Das ist schon ganz cool, ja. Und da kann man auch noch essen, das zeigen wir euch auch noch schnell. Das ist auch Teil unseres Restaurants. Genau, hier kann man auch draußen sitzen. Und hier sitzt man eben auch direkt im Sand. Das ist eigentlich auch ganz schön, wenn man beim Essen dann die Füße im Sand hat. Die machen dann diese Türen an der Seite alle auf. Das ist dann komplett offen. Kann man rein, raus, wo man möchte. Ja. Ja, und es gibt hier auch Dinner am Strand. Kann man auch machen. Dann darf man aussuchen, wo sie den Tisch hinstellen. Wir haben es gesehen, dass der mal hier vorne stand und auch, dass er richtig vorne war. Das hat aber auch ein bisschen was mit dem Wind zu tun. Ja. Wenn der Wind zu stark ist, können sie die Tische nicht so direkt nach vorne stellen. Das muss man dann halt mit denen besprechen. Hier ist übrigens der Spa, wo wir waren. Es gibt, glaube ich, zwei. Ne? Ja. Aber das ist der Over-the-Water-Spa. Also da gibt es unter, wenn man auf den Liegen liegt, mit Kopf nach unten, kann man auch durch so ein Wasserfenster schauen. Und da gibt es auch so Paarbehandlungen. Da haben sie hinten raus auch offene Balkone quasi mit einem Whirlpool, wo man aufs Meer guckt. Sehr, sehr schön. Oh ja. Gott.
Wir sprechen jetzt einfach nicht aus. Das ist der Spa, der Over the Water Spa. Wir zeigen euch das einfach mal. Das ist er. Sehr, sehr schön. Den anderen kennen wir nicht, aber den können wir sehr empfehlen. Der war wirklich sehr schön. Überall. So Kellen, wo man so Wasser. Genau, die sind auf dem ganzen Steg, weil eben die Holzstege wahnsinnig heiß werden mittags. Und deswegen sind überall diese Tonurnen, sag ich jetzt mal, mit so Kellen. Da kann man das Wasser raus und sich über die Füße gießen, den Steg ein bisschen abkühlen. Das ist eigentlich recht praktisch. Da gehen wir jetzt mal nicht entlang den Steg, weil da könnt ihr nicht viel sehen. Da kann man nicht reingucken, das geht gar nicht. Und am Ende von diesen Water Villas ist auch kein Steg und keine Terrasse. Auf der anderen Seite ist nämlich eine. Ja. Da ist hinten drin noch eine offene Terrasse, wo man sich hinsetzen kann und auch mal ins Wasser gehen kann. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Deswegen gehen wir da jetzt mal nicht drüber. Da gibt es auch nicht viel zu sehen von außen. Wenn man dem Steg hier folgt, kommt man auch zur nächsten Rezeption. Genau. Es gibt eine kleine Mini-Rezeption, gibt noch einen kleinen Geschenkeladen, wenn man irgendwas vergessen hat. Gibt es ja auch im Nordteil. Aber den gehen wir jetzt nicht lang, oder? Gehen wir jetzt nicht lang. Wir gehen lieber da lang, weil da die Villen am Strand sind. Die ja, Beachfront Villa oder Water Villa, je nachdem gerade. Waterfront. Da sind wir ein bisschen unsicher. Da muss man ganz genau beim Buchen noch mal gucken. Hier ist eine der drei schrägen Palmen von Meru, also die, die wir kennen. Ja. Und das ist, glaube ich, eine sehr beliebte für Fotos, weil die komplett frei ist. Die andere hat nämlich hier noch so einen Stützpfeiler. Und dann gibt es eine mit Stützpfeiler und so einem Hängekorb dran. Die ist komplett frei, sehr beliebt. Waren wir auch schon hier. Ja, und dann ist das Wasser hier auf der, was war das, Nordost? Nordostseite meistens ein bisschen ruhiger und auch ein bisschen klarer noch. Hier, der Wind ist meistens drüben bei uns. Sehr, sehr schön. Hier kommen jetzt auch die Water Villas. Waterfront. Waterfront Villas. Jetzt zoome ich mal kurz ran, vielleicht kann man das da hinten sehen. Da hinten. Da hinten brechen sich die Wellen. Da ist quasi so das, der Anfang vom Riff. Man könnte fast bis dahinter laufen, also das Wasser ist sehr, sehr flach. Ja. Ja, also es ist extrem flach. Ja, für Kinder ist es durchaus auch geeignet, für Leute, die nicht gern so offen im Meer schwimmen. Man kann eigentlich, wie gesagt, ziemlich weit rauslaufen. Allerdings sollte man die richtigen Schuhe dabei haben. Es ist zwar hier am Anfang viel, viel Sand, aber weil natürlich das Riff so ein bisschen durch die Hitze auch gelitten hat, gibt es viele abgebrochene Korallen und dann auch ein bisschen Steine, die jetzt überall liegen, die auch mal so angeschwemmt werden. Da würden sich Schuhe schon empfehlen, wenn man weit rauslaufen will. Ja. Ganz am Anfang geht es aber auch ohne. Wir hatten jetzt auch keine Schuhe dabei. Oder man muss halt im flachen Wasser schwimmen. Wir hatten jetzt auch keine Schuhe und das geht. Du hast hochgesprungen im Wasser. Und das geht. Aber es ist halt unterschiedlich. Es gibt hier Abschnitte, da ist es sehr, sehr weit rein, wirklich nur Sand. Und dann gibt es Abschnitte, wo auch mehr so abgebrochene Korallen sind. Und auf der Südseite sind auch mehr, da scheint sich vom Riff mehr anzuspülen, ne? Mhm. Weil da sind auch sehr viele Muscheln im Sand und so abgebrochene Muschelschalen. Da ist es ein bisschen tricky. Da kann man sich auch mal aufschneiden. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also das sind die Waterfront-Villen. Direkt, die liegen auf der Terrasse und man hat einen ungestörten Blick drauf. Ja. Und ich würde auch die ab der 526 empfehlen, weil die ist noch ein bisschen kleinerer, ruhigerer Teil, in der Nähe zur Bar dann auch, aber irgendwie nochmal separat gelegen zu der ganzen anderen Linie, die ihr hier seht. Da ist der Strandabschnitt nochmal ein bisschen kleiner. Also wenn man es sich raussuchen kann, würde ich glaube ich die 526 nehmen. Bis 530. 530. Und auch hier wieder überall liegen. Also es gibt Liegen en masse. Man muss nicht typisch deutsch mit dem Handtuch reservieren. Nein, man findet immer eine Liege. Man findet immer eine Liege. Das ist echt attraktiv. Ja, weil was wir sagen müssen, auch wenn die angeblich ausgebucht sind, was ich ihnen auch glaube, weil irgendwo ist immer was, es verteilt sich. Ja. Es verteilt sich super. Man hat wirklich nicht das Gefühl, dass es voll ist. Ich meine, klar, mal sieht man da mehr Schnorchler, beim Essen ist es ein bisschen zentraler, aber auch die Restaurants sind nicht voll. Ihr findet immer einen Tisch, ihr könnt immer eigentlich sitzen, wo ihr wollt. Und klar, im Abendlicht laufen da ein paar mehr Leute hier und machen Fotos, aber es ist wirklich sehr verteilt. Man hat hier wirklich nicht das Gefühl, dass es voll ist. Ja, es verläuft sich extrem Verläuft sich sehr, sehr gut. Wirklich gut. Also man kann auch seine Fotos eigentlich immer irgendwo machen. Ja. Also gar kein Thema. Gut, jetzt sind wir gerade mal den ganzen Weg gelaufen. Von da hinten. Wir sind überall diese Waterfront-Villen. Genau, die wir euch schon gezeigt haben, wo das Spa ist. Und hier sind die nächsten. Und hier kommt man dann halt von den Waterfront-Villas, die jetzt gerade dran vorbeigelaufen sind, zu den normalen Beach-Villas. Da seht ihr auch die andere schräge Palme. Das ist die mit Stützpfeiler und Hängekorb. So, und das sind die Beach-Villas. Ach, guck mal, Steine, guck mal.
So, das sind die normalen Beach-Villas. So wie wir das jetzt verstehen. Ja. Die sehen auch ein bisschen anders aus. Die haben so ein, ja nicht alle, aber die meisten haben so einen Treppenaufgang. Ihr seht, die Büsche hier sind höher, um einiges höher. Also gehen wir davon aus, dass die ein bisschen älter sind. Und die haben keinen Jacuzzi. Haben sie nicht, ne? Ja. Die sind aber halt ein Stück näher zum Strand, ne? Genau. Ich sehe jetzt den Mast an. Das sind jetzt die 400er, ne? Das sind jetzt die 400er. Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir sind hier angefangen, sind hier lang gelaufen, sind hier den ganzen Weg hoch, sind noch mal kurz rausgeschwenkt, um euch den Strand zu zeigen. Dann sind wir hier hochgelaufen. Hier ist die Bar, Uturu Bar und ah, ja. Das Malan-Restaurant. Das ist unser Restaurant. Das Malan ist unseres, das ist dieses Ü18. Genau. Und jetzt hier an den Wasservillen vorbei. Und wie gesagt, jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir hier. Und hier kommen die Beach Villas, die 400er Nummern. Also das sind die ohne Jacuzzi. Richtig. Aber dafür sind sie ein Ticken näher zum Strand. Mhm. Es ist warm. Es ist gerade sehr schwül. Es ist unfassbar warm. Ah ja, es war schon schlimmer. Ja, es geht, weil Abend ist. Also hier ist einfach, was bei uns ist, unser Wald ist einfach ein bisschen größer. Das ist alles hier ein bisschen schmaler und hier fehlt zum Beispiel unser Wald. Ja. Und alle hier Botaniker fehlt werden unser Wald. Unsere Palmen-Area ist ein bisschen größer. Und hier ist zum Beispiel nicht dieser Grasabschnitt, den wir haben. Der fehlt hier komplett. Boah, ich habe den perfekten Griff. Tree Palm Zone. Unsere Tree Palm Zone ist größer. Hier ist dann der Sonnenaufgang. Zwei Reiher sitzen auf den Felsen. Ich versuche mal ran zu zoomen, sonst lässt er mich nicht in Ruhe. Was macht der jetzt? Da hinten sind Fischreiher. Es ist nämlich gerade so ein bisschen Ebbe und die Steine gucken ein Stück raus. Und da waren gerade Fischreiher. So, und da seht ihr an den nächsten Jacuzzi Water Villas, seht ihr da hinten wieder, wie sich die Wellen brechen. Vielleicht könnt ihr es sehen, ich hoffe es. Da hinten. Und da gehen wir jetzt mal hin. Hier ist auch wieder ein Poolbereich. Das ist so, ja, der Pool, den man als Infinity Pool nutzen kann. Das macht man aber wirklich am besten morgens. Da kann man nämlich die Liegestühle, die davor stehen, schön runterklappen. Und wenn man dann in den Pool geht und richtig fotografiert, dann ist es dieser Infinity-Effekt mit dem Meer hier. Ja. Sollte man dann aber wirklich morgens machen. Oder jetzt am Abend wird es auch noch gehen. Jetzt ist gerade wirklich Ebbe. Ich habe auch noch nicht gesehen hier. Ja, und das ist jetzt so anschaulich. Na, das ist jetzt nicht so anschaulich, aber da merkt man, dass es auf dieser Seite der Insel doch durchaus nicht schlecht ist, wenn man Schuhe hat, weil hier die abgebrochenen Korallenteile sind. Hier habt ihr mehr so Muscheln und Kies auch, zumindest am unteren Teil vom Strand. Deswegen ist es schon nicht schlecht, auf der Südseite mal Schuhe anzuziehen. Ostseite? Südost? Osten. Wir sind im Osten. Neben dem Infinity Pool ist auch das Hot Rock Restaurant. Restaurant. A la carte. A la carte, was nicht im All-Inclusive mit drin ist. Gut, was ist daran jetzt besonders? Du kriegst halt auf deinem Teller einen heißen Stein dein Essen serviert. Aber ansonsten ist es, glaube ich, relativ gut bürgerlich, meine ja. Ich, glaube ich. Ja, kann man machen, muss man nicht, weil das Essen hier ist schon sehr reichhaltig und abwechslungsreich. Also ist ja eh all you can eat, aber auch sehr abwechslungsreich. Ist für eigentlich für jeden was dabei. Jetzt können wir es euch nochmal zeigen. Hier sind wieder diese Kellen. Kann man sich schön das Wasser rausholen. Und sich ein bisschen die Füße benetzen. Ja, es gibt zwei à la carte Restaurants. Es gibt den Asia Wok und eben dieses Hot Rock. Wir waren jetzt in keinem, weil wir es nicht als nötig befunden haben. An diesem Asia Wok soll halt das Besondere sein, das ist rund. Kommen wir ja dann noch dran vorbei und es ist halt überm Wasser gebaut. Ja. Aber auch da sollte man gucken, wo man sitzt. Weil auf der einen Seite ist eine andere Insel relativ nah und die andere Seite ist zum Strand hin. Ja. Da sollte man, wenn man überm Wasser essen will, dann vorher mal gucken und sicher gehen, dass man auch einen richtigen Tisch bekommt. Also ich glaube hier... Guck mal da. Wie groß ist der? Der hat schon seine 30 Zentimeter. 30 Zentimeter, ne? Also hier seht ihr schon ab und zu mal ein paar schöne Fische so zwischen den Bungalows. Ein Pufferfisch. Ein großer. Ein sehr großer. So, wieder weg. Es gibt ja auch in der Internetseite hat man ja gesehen, dass diese Wasservillen auch ab und zu einen Jacuzzi haben, wo man aufs Meer rausgucken kann. Ich glaube, das dürften nicht die hier sein, das müssten die anderen gewesen sein, wo wir vorhin schon mal waren, weil da wird immer nur gezeigt, dass von dem Jacuzzi aus die Treppe auch runter ins Meer geht. Und hier geht die Treppe eigentlich nur direkt von der Terrasse runter.
Und die Terrassen haben wir schon mal beim Schnorcheln von der anderen Seite gesehen. Da steht kein Jacuzzi drauf. Deswegen wird es wahrscheinlich auch ein Jacuzzi geben, weil es bei den Wasserwillen dazugehört. Aber da würde maximal da hinten drin stehen als einzelne Badewanne. Ja, und die haben auch, da sieht man das rausgucken, Sonnenschirm. Die gehören auch dazu. Ja, und das ist der Steg, den laufen wir jetzt mal entlang. Ein Stachelrochen, aber den sieht man jetzt wahrscheinlich nicht. Der ist, doch vielleicht, da im Wasser, der Fleck da. Vielleicht könnt ihr es sehen. Der sieht aus wie der Sand. Den hätte ich jetzt fast nicht, den hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Er wirbelt den Sand ja auch. Er wirbelt den Sand hoch. Ja, vielleicht könnt ihr ihn sehen. Wenn nicht, muss ich euch das irgendwie markieren, weil da ist er. Da. Da schwimmt er. Engel der Meere. Ein Engel des Meeres. Da ist er. Da, 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 da. Seht ihr den? Ja, wie cool. Jetzt macht aber jemand Show. Jetzt macht er aber Show. Hey. Ja, cool, dass ich jetzt auch noch einen gesehen habe. Da ist er. Guckt euch den an. Ja, stark. Ich habe mich noch keinen gesehen hier. Jetzt hat er sich unter den Steg gelegt. Da ist er. Ja, cool. Sehr, sehr schön. Also die Zielwelt ist hier echt schon nicht schlecht. Ja, man kann schon einiges sehen. Was die auch haben, ist einen sehr guten Live-Chat. Also wir haben auch, nachdem wir gebucht hatten, mit denen geredet, weil wir eben gern so eine 600er-Villa haben wollten mit so einem Jacuzzi, der dann ebenerdig mit den Liegen ist, wo man dann halt nicht den Jacuzzi separat hat, sondern eben den Terrassenboden ebenerdig, dass man da mal was hinstellen kann, was zu trinken, Kerzen, irgendwas. Und sie können nie versprechen, dass sie was reservieren, aber sie nehmen Rücksicht drauf. Wenn man sich dann noch mal eine Woche vorher oder so mit denen kurz schließt, klappt das eigentlich relativ gut. Also mit denen kann man gut kommunizieren. Das kann ich nur empfehlen, den Live-Chat in Anspruch zu nehmen. Hat gut geklappt. Wenn man Fragen hat. Ja, waren die eigentlich relativ flott. Und hier seht ihr mal die Säcke. Die musst du erklären. Die ist einfach nur dazu, dass das Boden nicht weiter abgetragen wird. Ja, weil hier ist natürlich auch das Problem, dass diese Sandbänke abgetragen werden mit der Zeit. Und um das ein bisschen zu verhindern, haben sie hier die Säcke. Die das Ganze ein bisschen stabilisieren sollen. Ja. Oh, da sieht man gerade die Sonne. Wunderschön. Ja, dann gehen wir mal weiter zum Ende des Steges. Wie gesagt, der ist hinten offen. Da gibt es eine kleine Terrasse. Das hat der andere nicht. Bei dem anderen habe ich gesehen, sind dann hinten noch mal zwei Villen und dann ist Schluss. Und hier kann man eben sogar hinten noch mal ins Wasser gehen. Hier sind wir hinten auf der Terrasse. Hier kann man sich hinsetzen und nochmal den Blick aufs Wasser genießen. Hier kann man auch runter. Und da hinten seht ihr nochmal, wie sich die Wellen brechen. Im Moment ist wirklich eher, die Steine gucken überall raus. Ich zoome mal ran. So, näher kann ich nicht. Aber ihr seht es vielleicht. Überall gucken die Steine raus. Da hinten brechen die Wellen. Und bis dahin kommt man eigentlich normalerweise relativ gut. Manchmal sagt ein Bild mehr als 1000 Worte, oder? Ja. Da müsst ihr nur aufpassen, das ist ziemlich glitschig. Ja. Gerade die unteren Stufen sind sehr glitschig. Ja, da ist eine Krabbe. Oder ein Krebs, das sehe ich jetzt von hier aus nicht. Auf jeden Fall da unten. Sieht man sehr, sehr oft an diesen Holzstegen. Uns gefällt es hier. Stimmt. Ja. Okay, weiter geht's. Wenn man tauchen gehen möchte, gibt auch immer einen Instruction Dive, der for free ist. Und der wird hier in der Zone gemacht. Das geht so 4-5 Meter runter. Da wird geguckt, wie gut man drauf ist, was die Buoyancy betrifft. Und macht nochmal ein, zwei Übungen, die Brille reinigen, Atemgerät, Regulator tauschen, dass man keine Luft hat, dass das ein bisschen nachsimuliert wird. Und es geht so 20 Minuten. Und es findet alles hier in dem Bereich statt. Man sieht auch gleichzeitig ein bisschen was. Wir versuchen ja auch die Korallen wieder zu retten. Das heißt, wenn es irgendwo ein Stück lebende Koralle gibt, die irgendwo abgebrochen ist, dann setzen die gleich wieder irgendwo ein, habe ich auch gleich gesehen. Und ist eigentlich sehr cool, weil das relativ, man muss nicht extra weit rausfahren, um mal so einen Testdive zu machen. Ja. Also auch für Leute, die lange nicht getaucht sind, ich bin ja selber 4-5 Jahre nicht mehr getaucht, war das eine sehr, sehr gute Auffrischung, wo sie jetzt für euch auch nichts nehmen, ob man jetzt danach was bucht oder nicht. Ja? Aber schon mal ganz nett. Und es lohnt sich übrigens abends auch mal zu den Palmen zu gucken, weil es gibt hier Flughunde.
Da, 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 seht ihr? Auf jeden Fall Flughunde. Ich habe es gestern gegoogelt. Ich weiß die Details nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie groß sie sind. Aber von der Spannweite, was würden wir sagen? 30 bis 50 Zentimeter müssten sie haben. Und die werden auch bis zu 30 Jahre alt. Jagen besonders Obst und Früchte. Ja. Jagend, ja. Die werden hier gejagt. Ist aber ganz cool. Die kann man, sobald es dämmert oder die Sonne am Sinken ist, fangen die an, da rumzufliegen zwischen den Palmen. Ist ziemlich cool. Ja. Ja. Schwer reinzukriegen, weil sie schnell sind. Die werden natürlich auch tagsüber da drin sitzen. Ich denke, die verstecken sich irgendwo in diesen ganzen Hohlräumen und alten Palmengeäst. Und nachts kommen sie dann raus, also wenn es dämmert. Cool eigentlich. Jetzt sind wir auf der Ostseite. Was ist hier der Unterschied? Warum finden wir die Nordwestseite besser? Der Sand ist hier weitmal in der Nähe vom Strand ein bisschen grober. Und hier sind, glaube ich, auch die... Hier ist die niedrigste Kategorie, also hier sind einfach nur Beachvillas, also nur Beachvillas, hier ist ja alles nur eine Villa. Hier sind auch viel für die Familien und sowas dann eingerichtet. Ja, und ihr seht es auch hier, wenn man ins Meer geht, mehr von diesen abgebrochenen Korallen, mehr angespültes vom Riff. Also hier ist einfach nicht ganz so einfach ohne Schuhe. So, so soll eher mehr so die Kinderseite sein, das sehe ich ehrlich gesagt nicht so. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Wenn ich so den Sand sehe mit den Muschelsplittern, dann finde ich das für Kinder gar nicht unbedingt so toll. Also für mich und für unsere Annabelle, ich würde das jetzt nicht machen. Hm? Du? Nee. Weil da würde ich für sie mir lieber den Strand wünschen, wo der Sand wirklich richtig, richtig weich ist bis vorne hin. Also persönlich, ich will nicht sagen, dass das nicht schön ist. Für viele ist es bestimmt schön, aber ich würde es für Annabelle lieber anders wollen. Ja. Schatten wieder gut für die Kinder. Weil das ist wieder Sand. Gut für Kinder, natürlich, Schatten ist da. Aber wie gesagt, ich finde den Sand hier, ihr seht es ja hier, also hier sind überall diese Muschelsplitter, das Ganze aus dem Riff. Ich persönlich fände es für unsere Tochter jetzt nicht so toll. Ja, dann hast du ja natürlich hier dieses hübsche Rohr, von dem ich nicht weiß, was es ist. Hm? Die Insel wird ja immer weiter abgetragen, hier wird der Sand hochgepumpt. Ach, hier wird Sand hochgepumpt, weil die Insel abgetragen wird, deswegen pumpen sie den Sand hier immer wieder hoch. Aber alle ja, naja gut, das hast du natürlich überall, aber ist halt nicht kleidsam. Hier ist eine schöne schräge Palme mit so einem Hängekörbchen. Damit haben wir schon 4 schräge Palmen. Aber die ist ziemlich steil und hat natürlich das Rohr direkt daneben. Ne? Also schön sieht es immer aus. Ne? Egal ob wolkenlos, mit Wolken, es ist einfach immer ein Hingucker. Also ich kann gar nicht sagen, welcher Himmel am schönsten ist. Ne? Es ist immer wunderschön. Aber ihr seht ja, ordentlich und gepflegt ist es. Die Blätter werden überall zusammengehakt. Gar kein Thema. Hier sind überall so Bäumchen. Also Bäumchen. Palmen. Habe ich jetzt schon öfter gesehen. Ich denke, hier kann man, wenn man heiratet, sich Palmen pflanzen lassen. Auch ganz süß. Das ist immer eine gute Mischung zwischen diesen normalen Bäumen, Palmen. Ich finde das schön. Hier ist anscheinend neu bepflanzt worden. So, jetzt kommt gleich der Asia Wok, also das zweite à la carte Restaurant. Und die Hochzeitslocation. Und die Hochzeitslocation, ja. Also, die wäre hier. Ich weiß natürlich nicht, ob die da noch was mit Blumen und mit Lichtern machen. Irgendwas wird da schon noch gemacht werden. Ich wollte es euch nur zeigen. Also das scheint die Hochzeitslocation zu sein. Die wird auch immer hier sein, oder? Oh, da geht die Sonne unter. Das müssen wir uns gleich anschauen. Ganz, ganz schnell. Und hier, wie gesagt, die Hochzeitslocation. Das ist der Blick. Da geht gerade die Sonne unter. Wir sind einmal rum. Jetzt sind wir an der Südspitze. Jetzt sind wir gleich einmal rum. Ja, das ist der Asia Wok. Der ist eben über dem Wasser gebaut. Aber auch hier würden wir sagen, wenn man reserviert, sollte man gucken, dass man irgendwo da sitzt. Na, weil da guckt man noch relativ auf offene Meer. Ein paar Schiffe. Und offenes Meer. Aber wenn man nach da guckt, hat man voll die Insel vor der Nase. Und na klar, hier vorne nur Strand. Also wenn, dann finden wir, sollte man sich erkundigen, dass man wirklich Blick nach da vorne aufs Meer hat. Auch schön gemacht irgendwo. Wir wollten erst hin, haben es aber dann doch gelassen, weil wir dann schon auch diesen Spa hatten mit dem Over the Water und haben dann gedacht, naja, jetzt müssen wir nicht auch noch da sitzen überm Wasser zum Essen, wenn wir so ein gutes All-Inclusive haben. Aber wenn, sollte man wirklich gucken, dass man nach vorne guckt. Also dass man wirklich schaut, dass man da nach hinten raus seinen Tisch bekommt, würde ich sagen.
Weil wenn ich da jetzt reingehen würde à la carte, obwohl ich All-Inclusive habe, dann möchte ich halt auch wirklich over the water. Ne? Also da sollte man vielleicht frühzeitig reservieren und sich auch erkundigen, dass man einen richtigen Tisch hat. Weil ich finde es dann blöd, wenn ich over the water mache und dann direkt auf eine andere Insel gucke, die relativ nah daneben ist. Fände ich ein bisschen blöd. Aber auch das ist natürlich Geschmacksfrage. Ganz schön grau gerade. Das sieht lustig aus. Hier ist so eine richtige Palmenansiedlung. Guck mal. Naja, da ist die Heiratslocation. Hier sind die ganzen Palmen anscheinend angepflanzt. Vereinzelt gibt es die überall, aber hier ist ein richtiges Beet. Cool. Ja, finde ich klasse, ja. Bist du Farbe, könnte es auch ein Tropenfriedhof sein. Ach, Blödsinn. Ja, was denn? Das geht für die Ehe. Für das Glück. Ist das nicht dasselbe? Ach, guck mal. Kann man richtig weit rüberlaufen. Die Sandbank. Ja, stimmt. Ebbe, seht ihr das? Da kann man richtig im Wasser rumlaufen. Cool. Da kommen wir, glaube ich, fast bis rüber. Da sitzen auch gerade ein paar Leute. Das ist wohl die Ecke, wo ich meinen Tisch buchen würde. Aber wenn ihr nach hinten rausguckt, ihr seht, ihr habt logisch direkt die Insel vor der Nase. Und schöner wäre natürlich Sicht aufs offene Meer. Vor allem, wenn man natürlich auch noch so einen schönen Sonnenuntergang hat, sind die Farben nicht fantastisch. Wundervoll, jetzt sind wir fast einmal rum. Da vorne ist unser Steg, wo wir angefangen haben. Ja. Völligst fertig. Okay. Fertig mit der Welt, jetzt gibt es bestimmt gleich schon Dinner. Wir haben Durst. Und hier kommen gerade Wolken. Hier sieht es echt grau aus gerade und da ist auch schon, wo ist er denn jetzt? Da ist der Mond. Und recht graue Wolken hängen da gerade. Vielleicht regnet es über unserer Jacuzzi Beach Villa. So ein Mist, die Bikinis liegen noch draußen. Ja, auf jeden Fall kommt da vorne jetzt schon wieder der Steg. Sieht im Weitwinkel weit aus, eigentlich sind wir fast schon da. Hier sind halt die anderen Beachvillas mit Jacuzzi. Mhm, hier auf der Seite sind auch noch welche, da hinten. Das sind jetzt ungefähr 50 Meter bis zum Strand. Das sind 50 Meter, ja, die sind ein bisschen näher. Aber jetzt halt, wie gesagt, also wie so eine Badewanne, eine freistehende Badewanne als Jacuzzi. Die haben auch so eine freistehende Badewanne? Das ist eine freistehende Badewanne als Jacuzzi. Bei uns ist es ja eingelassen. Sind das die 100er? Das sind die 100er. Ah, das sind die 100er Beach-Jacuzzi-Villen. Die sind wohl so, unser Jacuzzi ist ja im Boden eingelassen. Im Boden eingelassen, also alles auf einer Ebene. Also es ist ein Podest, aber auf einer Ebene mit den Liegen alles gleichmäßig. Und da scheint es in den 100ern so zu sein, dass der Jacuzzi wirklich wie eine freistehende Badewanne ist. Einfach höher gestellt. Und bei uns ist halt der Vorteil, dass der eingelassen ist in den Boden. Das heißt, ihr könnt ein Buch daneben legen, ihr könnt Gläser abstellen. Relativ praktisch. Sind wir fast hier in die Schrift reingelaufen. Ja, und jetzt sind wir gleich rum. Also das sind die anderen Beachvillas. Die scheinen auch eher so einen kleineren Aufgang zu haben, nicht so eine breite Terrasse und sind halt näher zum Strand. Ne? Und langgezogen. Ja. Und scheinen länglicher zu sein nach hinten. Unsere ist ein bisschen breiter. Ich möchte bitte, dass du jede Schweißperle auf mir retuschierst. Jede. Das sind Insulaner, wir dürfen so aussehen. Dann möchte ich, dass du mich brauner machst, den Sonnenbrand wegretuschierst, mir überhaupt das Gesicht von Brad Pitt gibst, aha, in jungen Jahren. Naja, wir sind jetzt für euch einmal die Insel umrundet, ne? Also so sehen wir auch aus. Klar, wir sind hier losgelaufen, da war es noch warm und jetzt sind wir einmal durch. Wir bitten, dass du... War es noch warm? Da war es noch... Hell. Ja, noch hell und auch noch wärmer. Ja, warm ist immer noch, aber da war es noch heißer. Wir bitten, das zu berücksichtigen an der Stelle. Jetzt haben wir ungefähr, ich glaube, jetzt haben wir noch so um die 28 Grad. Ja, vorhin war es noch 30. Wir bitten, das zu berücksichtigen. Sehr geil. Jetzt sind wir wieder, wo wir gestartet sind. Da ist der Steg. Einmal um die Insel. Richtig. Also, wir haben was rausgeschnitten. Wir haben euch jetzt nicht jeden Meter gezeigt, aber wir sind einmal rumgelaufen. So. Jetzt gehen auch die Lichter überall an. Kann man das hier nochmal wunderbar sehen. Schau, die Lichter gehen an, in den Bars gehen die Lichter an und gleich gibt's Dinner. So. Was haben wir jetzt unter? Also wir sind hier lang. Was waren wir jetzt unterwegs? Eine gute Stunde? Bestimmt. Na gut, wir haben natürlich auch mal angehalten, haben gequatscht. Mit dem Kajak angeblich 50 Minuten, wenn man zu zweit rudert. Was auch noch wichtig ist, was haben wir jetzt unterschlagen? Die Mitte, aber was gibt's da? Tennisplätze, ein Fußballplatz, ein Volleyballplatz. Nichts, was nicht jeder schon mal irgendwie vielleicht irgendwo gesehen hätte. Ist halt nur ganz nett. Also, aber jetzt nicht. Das haben wir euch jetzt nicht gezeigt. Stimmt, weil da müssten wir einmal quer drüber laufen. Okay, wäre auch in 5 Minuten gemacht, aber das lassen wir jetzt. Aber wie gesagt, es ist ein Fußballfeld da, es ist ein Volleyballfeld da, ihr könnt Tennis spielen.
Ja, und bei unserer Bar und ich denke auch bei der anderen gibt es halt noch einen Raum mit einem Billardtisch, Schachbrett, Dart, Soccer. Also hier kann man sich beschäftigen. Dann steht da hinten mittendrin noch so ein großes Schachfeld, so ein Outdoor-Schachfeld, auch ziemlich cool. Ja, ah, das kommt jetzt gleich, vielleicht sehen wir es noch. Also beschäftigen kann man sich hier schon. Es gibt Möglichkeiten. Ist ja auch wichtig, dass es diese gekühlten, klimatisierten Räume gibt, wo man sich mal zurückziehen kann und sich beschäftigen kann, weil es halt schon knallerheiß wird mittags. Und wir gehen dann gerne mal Dart spielen, Billard spielen. Ja, und jetzt, da ist das Outdoor-Schachbrett. Das ist hier. Zum Beispiel. Haben wir aber nicht gespielt. Nee. Da. Ja, also man kann sich hier beschäftigen. Kann auch Pool spielen, ach keine Ahnung. Ja, es gibt Pool, es gibt genug. Also man kann sich hier beschäftigen. Die sorgen schon dafür, dass man hier beschäftigt ist. Das ist also für so eine Malediveninsel schon eine von etwas größeren Inseln, ja, wo man auch einiges an Angebot hat. Also hier ist etwas mehr im Angebot, als nur am Strand zu liegen. Die ist 1,2 Kilometer lang. Ja, das ist für eine Malediveninsel okay, oder? Ja. Gut, dann abspannen. Abspannen. Das waren jetzt die Bloopers. So, nein, aber wow, das erste Mal im Leben, dass ich ein Video gemacht habe. Jetzt sind wir fertig mit der Welt. Jetzt gehen wir erstmal duschen. Jetzt gehen wir erstmal duschen, dann noch was essen. Was essen, vielleicht nochmal Dart spielen. Genau. Und dann genießen wir den Abend. Jawohl. Auf Flughund. Auf Flughund. Da. Und er landet drin. Gehen wir mal durch die Kakuni-Bar, wenn die Lichter an sind. Das ist die mit den schönen blauen Polstern. Können wir gleich was trinken? Können wir gleich was trinken. Hier ist gerade viel los. Und hier ist die Bar. Überall ist Sand, genau. Hier ist auch überall Sand. Man kann überall barfuß gehen. Und die Bar ist so schön beleuchtet. Sieht cool aus. Möchtest du trinken? Fernsehen ist auch überall. Ja, das ist eben die, die man auf den Bildern sieht, die diese schönen weißen Polyrattan-Körper hat mit den türkisfarbenen Polstern. Finde ich persönlich ja sehr cool. Ja. So, und wenn wir jetzt hier hinten rausgehen, kommen wir wieder zu unseren Jacuzzi-Beachvillen, die 600er. Jetzt seht ihr hier nochmal unseren Weg beleuchtet. Ist natürlich noch nicht ganz dunkel, aber die Laternen sind schon angegangen. Auch an den Beachvillen vorne, an den Terrassen sind die Lichter an. Also man sieht immer was. Und da ist wieder unsere Stella. So, und wenn jetzt hier wieder ein Flughund einmal von links nach rechts fliegen würde? Wir haben den Mond direkt über unserer Villa. Und Stella wartet schon auf uns.